So, hallo Leute, willkommen im Part 2 von der Ethermod. Da sehe ich doch jetzt nochmal einen Holzklumpen. Genau, ich hau's mit der Schaufel kaputt, einfach nur weil es geiler wirkt. Boah, wie viel ist denn da drin? So, wir waren dabei, erstmal hier so ein Lager zu bauen, haben Essen aus der menschlichen Welt geholt im letzten Part noch. Damit. Du auch. Genau wie du. Und wir fällen jetzt erstmal diesen Baum, der hier mitten in unserer Wohnung schwebt. Der ganz schön groß ist. Alter, wie groß bist du? Es hakt's wieder. Läuft noch nicht ganz rund. Obwohl er so überhaupt nicht. Ich mache nochmal kurz neue Verbindung. Was überhaupt nicht geholfen hat. Ich will mal kurz was gucken. Ich werde den Memo-Views nachher mal hochmachen. Ich starte mal kurz mal Minecraft neu. Einen Moment, Leute. Tut mir leid. Das heißt, ihr habt jetzt kurz Black Screen. So, kann ich das denn jetzt vielleicht schon hochmachen? Einen Moment bitte. Settings. Zwei, null, vier, acht. Eins, null, zwei, vier. Ja, tut mir leid für den Blackscreen, Leute. Ist gleich fertig. Play. Okay. Er lädt grad. Bim 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 bim. So, eigentlich ist das Spiel schon wieder offen. Wieso findest du das Spiel noch nicht? Einen Moment, Leute, der sollte das Spiel gleich finden. Aktualisieren, okay. Hinzufügen, mach ich mal kurz die neue. Der findet jetzt gerade das Spiel nicht mehr. Ja, da sieht man, dass es da ist. Das ist jetzt einfach mein Desktop. Dann werden wir jetzt eine Szene mit dem Desktop aufnehmen. Wohl oder übel. Auch wenn es mir so überhaupt nicht gefällt, um ehrlich zu sein. So, es war jetzt nicht ganz im Bild, aber sollte... Ja, das Problem ist, so hakt das ist dann für euch noch mehr, ne? Ist jetzt mehr drin? Ja, da ist jetzt ein bisschen mehr Speicher drin. Ich bin ja mal gespannt, ob das dann auch besser läuft. Alter. Dieser Baum macht mir Kummer. Also es läuft jetzt gerade mit weniger FPS, um es mal so auszudrücken. Wird sich aber auf Dauer hoffentlich noch alles legen, wenn ich da die richtigen Einstellungen erstmal gefunden habe. So. Im Endeffekt baue ich den Baum gerade sogar wieder neu auf von unten. Ernsthaft, jetzt habe ich keine Axt mehr. Daran hätte ich vielleicht vorher denken sollen, ich Idiot. Oh Gott. Stein habe ich jetzt auch nicht dabei.
heißt, wir müssen erstmal eine Holzachse machen. Ich sag's mal so, ich mach grad eine Holzachse, damit es hier einigermaßen vorangeht. So, boah, wie groß ist denn der Baum? Ah, das Ende. Gesagt, gefunden. So, jetzt muss ich natürlich nur noch die ganzen Holzklumpen hier drin finden. Ja, Holz hat den Vorteil, Holzwerkzeuge anscheinend haben den Vorteil, dass manchmal sogar zwei Items swappen. Wie ihr hier gerade seht. Oder was heißt manchmal, anscheinend immer. So, ist hier noch irgendwo Holz da? Wird das natürlich wieder ein bisschen schwieriger zu sehen, da es gerade dunkel wird. Ist auch noch was? Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht, der Baum fällt hier oben, glaube ich, auch gerade zusammen. Das heißt, wir können uns hier wieder runterhacken. Mal so auf die Außenwinde achten, ob ich hier vielleicht noch irgendwo was übersehen habe. Ah, da unten wartet schon wieder was auf mich. Ich riech das Kotzen. Blöde Mistviecher. Das ist mein Haus. Verpisst euch doch. Alter. Geh weg. Danke. Oh Gott, da ist noch so ein Vieh. Ah, ich sehe nichts. Verpiss dich. Oh Gott, da schießt so ein Vieh auf mich. Ich bin vergiftet, kriege Schaden. Alles schießt auf mich. Voll uncool und so von euch. Voll unknorke. So. Gib mir den Holzflock. Kam doch gerade wieder ein Pfeil. Hier unten scheint aber noch nicht zu zerfallen, der Baum. Hier dürfte also noch irgendwo ein Holzflock sein. Da zum Beispiel. So. Ich glaube, jetzt fällt er hier auch. Auch wenn ich mir da nicht so sicher bin. Da steht auch so ein Kackvieh. Ja, er scheint zu zerfallen. Ich bin nämlich gerade abgesunken. Also es läuft jetzt ohne dieses starke Geruckel. Allerdings... lag die Aufnahme jetzt im Allgemeinen bestimmt dadurch, dass ich gerade den Desktop aufnehme und nicht das Spiel selbst eigentlich. Das wird dann beim nächsten Mal wieder besser sein, aber ich wollte jetzt nicht die Aufnahme dafür jetzt extra unterbrechen. Weil ich ja jetzt schon was gemacht hatte und sonst kommt das, finde ich, ein bisschen blöd. Boah, hier ist auch noch was. Da unten ist auch noch was, unten rechts, ich sehe es gerade. Ups! Das war geplant. Das war geplant, Leute. Scheiß doch nicht an. Ups. So. Das Hups, was ich gerade geschrien habe, war einfach nur kosmetischer Natur. Ich muss irgendwie... Doch Gott, da ist auch noch was. Tschüss. Da heißt noch was. Da oben wahrscheinlich auch. Er beginnt zu zerfallen. Ja, wusste ich doch, dass hier auch noch was ist. Ist da noch mehr? Ja. Wie diese Folge einfach nur eine Baumfällerfolge ist im Endeffekt. Ah!
Ich glaube, ich habe so ein kleines Problem, da oben dran zu kommen. Nee, doch nicht. Komme ich noch dran. So. Das dürfte... Oh Gott, Alter, da unten stehen schon zwei Viecher in meinem Lager. Überraschungsangriff? Ich hätte mir mal ein Schwert machen sollen, ne? Drei Viecher, Entschuldigung. Wo ist die Schaufel? Dürfte mehr Schaden machen als Faust. Verpisst euch doch! Boah, Alter! Kann mich das Gift umbringen? Nein, gut. Uiuiui. Mir ist leicht schwindelig. So, Brötchen essen? Ich sagte essen. Kommt schon der nächste. Habe ich einen Holy Stone hier drin? Ich habe gar keinen Holy Stone mehr. Scheiße. Ich sollte mir irgendwo den nächsten Mal eine Mine bauen. Alter. Wer zieht euch doch? Ah. Geh weg. Da kommt noch einer. Ja, komm her. Alter, über mir steht noch einer. Die vermehren sich ja wie die Karnickel. Meine Fresse, ey. So. Machen wir es jetzt halt anders. Ja. Verwirrung. So. Haben wir jetzt sogar noch einen Block höher, nur weil ich es kann. Den auch noch. Bauen wir uns jetzt einfach schon mal ein Holzdach. Damit das hier schon mal einigermaßen besser abläuft. Bräuchten wir nämlich so langsam eine fertige Wohnung hier. Ja, du brauchst mir jetzt nicht drei verschiedenen Sachen anzuschreiben. Ich bin Let's Player. Ich bin hin und wieder mal am Aufnehmen. Da ist immer noch so ein Ding, Alter. Ich so langsam echt das kalte Kotzen, wie viel verschiedene Holzböcke der Baum hat. So. Naja, das Holz sieht jetzt natürlich nicht so wunderlich schön aus, muss ich zugeben. Aber es erfüllt gerade erstmal seinen Zweck. Und zwar, dass die Viecher nicht von oben reinspringen können. Und ich finde, das ist ein recht guter Zweck. Daher mache ich das hier auch gerade. So. Das war's von der Höhe her. Kann man damit auch Türen bauen? Natürlich nicht in der Kiste. Tatsache. Gib mir mal zwei davon. Gib mir mal vier davon. So. Türen. Keine Axt mehr. Wir haben keine Axt mehr.
Ja, gerade ein bisschen alles. Also, gerade ist alles so ein bisschen langwierig, muss ich zugeben. Ist halt so ein typisches Minecraft-Startteil, ne? Also, typisch neues Minecraft. So. Sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus, wenn da noch keine richtigen Wände drum sind. Aber wir haben eine Tür. Momentan erfüllt sie auch voll ihren Zweck und so. Ja. Fackeln könnten wir noch gebrauchen. So, lass mal kurz schauen. Noch mal ein paar Stäbe. Stickies. So, machen wir noch mal ein paar Fackeln. Eigentlich sollte die Außenwand ja noch einen weiter ausnehmen, ne? Fällt mir gerade ein. Egal. Dann mache ich das Haus halt kleiner, als es eigentlich sein sollte. So. Schalalalalalala. Okay. So, Stein brauchte ich noch, ne? Ich glaube, ich mache mal gleich echt noch mehr Holzwerkzeug, weil ich dadurch einfach viel mehr Stein gewinne. So, die Erde muss natürlich auch noch abgetragen werden. Das sieht natürlich dann auch nicht so berauschend aus, wenn hier einfach so ein Erdplateau rumschwebt. Aber wenn ich das hier kaputt mache, dann können da auch erstmal keine Viecher drauf spawnen. Was gleichzeitig auch noch ein Vorteil ist. Hallo. Scheiß Stalker, ey. Überall. Gibt's ja gar nicht. So, das Ding geht gleich kaputt. Ich glaube, dann gehe ich echt nochmal runter und mache mir nochmal ein Holzwerkzeug. Weil Stein baut zwar schneller ab, aber es gibt halt nur einen. Momentan ist es bei uns noch Steinmangelware. Ich denke mal, das wird sich auf Dauer geben. Aber momentan ist es noch nicht so. Ich habe natürlich keine Stickies mehr. Wie es so langsam anpisst, dass ich nie Stickies habe. So, viermal den. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ach so. Ich könnte natürlich auch noch. Von Erde will ich jetzt nicht unbedingt so viel haben. Aber halt auch schon so ein bisschen. Dann nimm mit. Danke. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Und nehmen jetzt auch die Erde mit. So, so, so. Also wenn es gerade bei euch so leicht ruckelig rüberkommt, das ist bei mir wirklich so leicht ruckelig. Ich denke mal, es liegt daran, dass es eine komplette Desktop-Aufnahme ist und keine Spielaufnahme. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig bestätigen. Weil vorhin lief es nämlich eigentlich flüssiger. Ich kann ja mal kurz gucken, mit wie viel. Dabei spiele ich, ja. Eigentlich mit FPS, die okay sind. Auch wenn sie für Minecraft eigentlich recht gering sind. Es will mich töten. Wer hätte auch was anderes gedacht? So. Erde. Willkommen in meinem Inventar. Ah, Skywoods gibt, glaube ich, wirklich diese Fackeldinger. Kann das sein? Diese hier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ambrosium, glaube ich, oder sowas. Kann ich gleich mal nachgucken. Aber erst gleich. Es wird erstmal weiter geschuftet. Arbeit, Arbeit. Man kennt's ja. So, wer es nicht kennt, sollte sich schämen. So, die Folge wird auch nochmal ein bisschen in Überlänge sein. Durch den langen Blackscreen, den ich euch leider vorgesetzt habe. Tut mir leid. Werde ich jetzt aber die Folge noch ein bisschen länger machen. Denn die wäre jetzt eigentlich vorbei, die Folge. So, und dann kann ich auch noch ein bisschen Stein farmen in dieser Folge, dann muss ich es nicht in der nächsten machen.
Hier geht's runter dann. Weil ich dürfte jetzt schon genug haben, um die Wände fertig zu bauen zumindest. Dadurch, dass ich auch die ganze Zeit zwei gewinne. Oder drei oder so, keine Ahnung. Habe ich noch nicht ganz genau drauf geachtet, aber auf jeden Fall mehr als sonst. Ja, sieht aber nach zwei aus. So, ich werde mich dann nochmal Ausschau halten, ob ich ein Aether-Wiki finde. Da werde ich dann wohl oder übel mal immer so ein paar Sachen nachlesen müssen. Ja, wie gesagt, ich bin kein Aether-Profi. Ich bin alles andere. Erste Mal für mich, dass ich wirklich den Aether spiele. Und ich finde es halt jetzt auch schon gut, allein durch die neuen Werkzeuge, die hinzugekommen sind, im Endeffekt. Kann man zwar auch... könnte man auch in normal Minecraft einbauen, aber naja. Ich finde es hier halt schöner. Ich weiß gar nicht, darf ich die Wand da überhaupt abbauen? Ich glaube nicht, die jetzt links neben mir ist. Ich glaube, das ist schon die Wand des Hauses. Ah, die darf ich auf jeden Fall abbauen. Darum tue ich das auch gleich mal. So, Sand könnten wir auch noch gebrauchen, um uns dann später Dings zu machen. Fenster. Wäre natürlich nicht schlecht. Diesen blauen Baum, der hier ist, den lasse ich erstmal am Leben. Ich bin halt sehr gnädig heute. Nein, ich habe einfach keinen Bock, nochmal so einen riesen Baum abzubauen. So, abbauen, 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 abbauen. Diese Steinschneide sieht natürlich auch noch scheiße aus, finde ich. So, gib mal her. Was auch natürlich neu dazugekommen ist, worauf ich mich auch schon freue, die Dinger endlich zu finden, sind neue Inventarteile, also Ausrüstungsteile. Darauf freue ich mich schon verdammt. Also sehr, nicht verdammt. So. Da hätten wir ja sogar Sand vor der Tür. Ist er drunter? Ah! Ah, da ist so ein Spucker. Der Spucker hat mich da jetzt gerade nicht weggeschleudert. Und zwar beschleunigt der Sand ein. Das war jetzt gerade das Problem da an der Stelle. So. Dann bauen wir doch das Haus weiter aus. Und jetzt hier drauf. Ich muss die Tür doch nochmal neu machen. Ja, ich finde das so dann doch besser, um ehrlich zu sein. Also wenn die Wand bis hierhin geht halt und so, ne? Ihr wisst schon. So, Bau, Bau, drauf, Bau, Bau. Bau, 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 Bau. Ja, ich werde es jetzt dann doch so durchziehen. Werde also... Ups. Oder ich brauche gar nicht mal die Tür neu zu machen. Moment. Ich kann die hier einfach anders hin platzieren. Scheiß auf Schwert gerade. Greift mich ja nichts an. Na, machst du? Genau so. Ha. Ich kann es erstmal so lassen. Gucken, wie es dann aussieht. Ist auf jeden Fall unsymmetrisch, sehe ich gerade. Aber hier brauche ich nur zwei, auf der anderen Seite brauche ich drei. Mal kurz reingehen. Wäre das denn so schlimm? Wie viele Blöcke sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich das von hier aus gezählt? 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, ja. Okay, dann müssen wir das doch ein bisschen anders bauen. Kommst du weg? So. Ja, genau. Ich mach die Tür auf. Weil voll wichtig und so. Hallo. Kennst du doch. Keine Hosen, kein Service. Das verpiss dich. Denn du trägst keine Hosen. Darum ist auch so ein Kackvieh, Alter. Muss trotzdem noch ein weiter nach rechts, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nee, eigentlich nicht, oder? Schau mal, das ist der Eckpfeiler, ne? Das heißt, du musst hier wieder raus. So. Ja. Da kommt dann noch Glas rein später. Was wir aber jetzt halt momentan noch nicht haben. Dann wird halt die Inneneinrichtung noch ein bisschen angepasst und alles so weiter. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge, denn die ging jetzt auch recht lange. Ich leere nun mal komplett mein Inventar. Und packe es mir dann in der nächsten Folge nochmal komplett neu zusammen. So, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play. Das sieht doch bescheuert aus, was ich hier mache. Muss ich sowieso nochmal neu machen. Verpiss dich! Scheißvogel! Ich sagte, hau ab! Da guckst du, hä? Tja. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft, die Ethermod.